Seien Sie herzlich willkommen im Monat September auf der Homepage des Kirchenkreises Bramsche. Mein Name ist Andreas Pöhlmann. Ich bin Pastor der kleinen St. Johannes-Gemeinde Ahrenshorst, die in der Kommune Bohmte die Ortschaften Stierpe, Öhlingen und Herringhausen umfasst. Auf Gut Ahrenshorst steht seit über 600 Jahren eine Kirche, die zunächst nur von den adligen Familien von Ledebur und von Bahr und den Mitarbeitern des Gutes als Kapelle genutzt wurde. Seit 1815 ist Ahrenshorst eine Kirchengemeinde und heute übt das Patronat in unserer Gemeinde Familie Klaas aus, die sich mit Landmaschinen weltweit einen Namen gemacht hat. In dieser wirklich sonderbaren Corona-Zeit, in der in dieser großen Kirche nur 40 Personen mit Abstand Platz finden konnten, müssen wir jetzt für einige Monate ganz auf unsere Kirche verzichten, denn sie wird renoviert. Wir haben schon Ideen und Pläne, wohin wir ausweichen können. Und wir verzichten im Wissen, dass die Renovierung wirklich nötig ist. Und sie geschieht übrigens ausschließlich aus Mitteln der Kirchensteuer. Also Kirchensteuer zahlen lohnt sich wirklich. Die Kirchendecke muss überarbeitet und isoliert werden. Alle Fenster werden von ihren alten Lackschichten befreit, instand gesetzt und gestrichen. Auch die Wände werden bearbeitet. An zwei Stellen pfeift sogar schon der Wind durch. Und am Ende wird alles noch einmal gestrichen. Und unsere Orgel muss generell überholt werden, dafür haben wir schon kräftig Spenden gesammelt. Wir stehen vor einem Gotteshaus aus Stein, Holz, Glas und Mörtel. Diese Kirche ist für viele Menschen ein kostbarer Ort. Wir lieben unsere Kirche und wir lieben die Geschichte unserer Gemeinde, für die sie steht. Aber wir wissen auch, dass sie nur das Haus von Gott ist, wenn wir ihn in diesem Haus auch empfangen. In der Bibel wird die Gemeinde, die sich um Jesus gesammelt, als ein Haufen lebendiger Steine bezeichnet. Da wird den Steinen Leben eingehaucht wie Adam und Eva, als Gott sie schuf. Und so haben wir und so hoffen wir, dass wir bald unsere Kirche wieder nutzen können als lebendige Steine in unserer stattlichen Kirche. Eine Produktion des Mediendienstes der Evangelischen Jugend Bramsche. www.kirche.media